So, hallo und herzlich willkommen zum allerneuesten Video. Dieses Video hier wird Kritik an Arma 3 ausüben, an Arma 3 Marksman DLC Update und vor allen Dingen an der Exile Mod, die derzeit für Arma 3 draußen ist. Das Ganze sind alles meine persönlichen Meinungen. Ich möchte keinen Server-Admin vorschreiben, wie er den Server zu führen hat. Ich möchte niemanden kritisieren, der seinen Exile-Server derzeit laufen hat, wie er ihn laufen hat, dass es falsch ist, sondern es ist nur eine persönliche Präferenz, wie ich denke, dass Exile-Server besser zu führen wären, wenn es nach meiner Meinung geht. Und meine Meinung stützt sich dabei auf Erfahrungen, die ich sammle, seitdem ich Arma 2 DayZ spiele. Und ja, auf Arma 3 bin ich erst vor kurzem umgestiegen und werde mit dem Video viele, viele Dinge kritisieren, die mir halt nicht gefallen. Und ich weiß ganz genau, dass es da ziemlich viele Leute draußen gibt, die das ähnlich sehen wie ich. Und ich hatte mir einfach jetzt mal die Zeit genommen und hatte mich endlich mal hingesetzt und mache dieses Video hier. Das Video ist schon seit Ewigkeiten geplant. Und ich lege jetzt gleich los und werde einmal einen Überblick geben, was ich derzeit extrem falsch an Arma 3 finde und was ich extrem verwerflich finde an der Arma 3 Exile Mod. Und werde Vorschläge machen, wie man das Ganze besser machen kann, wenn es nach mir geht, nach meiner persönlichen Präferenz. Fühlt euch nicht auf den Fuß getreten. Wie gesagt, hier erzählt nur jemand seine eigene Meinung und wie er denkt, dass das komplette Spiel deutlich spaßiger werden könnte für jeden einzelnen Beteiligten. Nun gut, was stimmt nicht mit Arma 3? Ziemlich simpel formuliert und grob formuliert. Mit Arma 3 stimmt das Marksman DLC nicht. Das Marksman DLC hat das Balancing der Waffen komplett durcheinander geworfen. Das Marksman DLC hat die Navit, das SPMG, die ASP1 Kir, die Mark 10, die Cyrus und noch irgendwelche anderen nicht sonderlich erwähnenswerten Waffen hinzugefügt und hat damit eine Sache geschafft. Und zwar, es gibt eine Inflation von Rüstung. Es gibt beispielsweise diese neuen Rüstungen hier, die gleichzeitig so ein bisschen an einen Bulldozer oder Juggernaut oder an irgendjemanden erinnern, der gleichzeitig eine Bombe entschärfen möchte. Es gibt meine persönlichen Hasswaffen, das SPMG und die Navit. Das sind beides Waffen, die Kaliber von Scharfschützengewehren haben, die gleichzeitig allerdings schallgedämpft sind und vollautomatisch schießen mit mehr als 100 Schuss. Ich weiß nicht, ich glaube, ich muss eigentlich gar kein Wort über SPMG und Navit verlieren. Das sind beides absolut lächerliche Waffen. Das sind Waffen, die irgendwie Prototypen aus der Zukunft sind, zumindest im Fall der SPMG. In Wirklichkeit heißt die nämlich Lightweight Medium Machine Gun und ist halt ein Prototyp von irgendeiner amerikanischen Firma. Die Navit ist eine deutsche Waffe, die ist HK-121 bzw. HK-MG5 und verschießt in der Wirklichkeit 7,62 mm Munition. Warum auch immer sich die Devs von Arma 3 gedacht hatten, dass sie das Kaliber dieser Waffe erhöhen müssen, vermutlich weil an der Waffe Universalmaschinengewehr oder sowas ähnliches dran steht. Zumindest haben die Arma 3 Devs anstatt 7,62 x 51 mm das Ganze auf 9,3 x 64 mm erhöht. Die Navit wurde unfassbar stärker gemacht, also beziehungsweise das HK-121 wurde unfassbar stärker gemacht, indem man einen Kaliber da eingebaut hat, womit normalerweise Elefanten gejagt werden. Und ich weiß nicht genau, warum mit einem Elefantenjagdkaliber auf Menschen geschossen wird in der derzeitigen Exa-Modifikation oder Arma-3-Modifikation. Ich bin wirklich, wirklich pisst und das sind meine wirklichen Hasswaffen. Für den Fall, dass ihr mir nicht glaubt, dass diese Waffen stark sind, dass die Waffen einen hohen Durchschlagskraft haben, wartet, bis ich später noch zur Schießrange gehe quasi da vorne und noch ein bisschen gegen die Wand schieße, weil ich bin hier in Quick and Fun Projectile Tracing, damit kann man dann so ein bisschen die Flugbahn der Kugeln und so weiter nachvollziehen. Also diese Waffen haben nichts in diesem Spiel verloren. Zumindest nicht, wenn man gegen Spieler kämpft. Das sind Waffen, die man vielleicht für Koop-Missionen benutzen kann, wo man gegen Bots spielt und man kann damit sicherlich eine Menge Spaß haben. Aber wenn man damit auf Menschen schießt, dann hat nur eine einzige Partei daran Spaß und das ist genau die Partei, die das SPMG oder die Navit in der Hand hat. Selbst wenn SPMG gegen SPMG kämpft, läuft es einfach nur auf ein riesiges Wallbang-Fest raus, wo jemand versucht, einen permanent durch die Wand umzubringen. Wie gesagt, ich kann euch nur meine King of the Hill-Folgen ans Herz legen. Da laufe ich nämlich mit SPMG und eigentlich nicht mit Navit, sondern nur mit SPMG rum und die Waffe ist extremst durchschlagskräftig. Gut, nächstes Problem der Extra-Modifikation, der Strider. Strider hat nämlich das große, große Feature: A, er hat die allerbeste Panzerung aller drei gepanzerten Fahrzeuge, die es in Arma 3 gibt, die halt unbewaffnet sind. Das ist einmal der Hunter, einmal der Ifrit und halt hier der Strider. Oder in dem Fall auch der Fennec, ist auch ein deutsches Fahrzeug eigentlich, auch natürlich ein Prototyp, weil wie gesagt Arma 3 halt in der Zukunft spielt. Und dieses Fahrzeug ist extremst gepanzert. Es hat die am stärksten gepanzerten Scheiben, also die Scheiben, wo sozusagen die Soldaten durchgucken können. Dagegen der Ifrit hat eine schlechtere Panzerung und der Hunter auch. Ich werde es gleich noch demonstrieren. Und das Allerschlimmste, und was ein riesengroßes Problem ist, und wieso ich nicht weiß, wieso die Exile-Mod das eigentlich wieder eingeführt hat, ist ein TWS-Visier oben drauf. Für den Fall, dass euch ein TWS-Visier nicht sagt, das ist ein Wärmebild. Damit kann man quasi die Wärmesignaturen der Feinde sehen. In dem Fall habe ich die jetzt schon ein bisschen länger umgebracht, deswegen strahlen die keine Wärme mehr aus. Aber ich glaube hier vorne, ich glaube, das ist ein Häschen, da sieht man, dass das Häschen ganz eindeutig glüht. Das Häschen glüht auf, in dem Fall ist er jetzt 51 Meter von mir entfernt, das glüht auf 51 Meter so. Und selbst wenn da vorne in 15 Kilometer Entfernung ein Häschen sitzen würde und meine Sichtweite weit genug wäre, könnte ich immer noch einen glühenden Punkt sehen. Aus dem simplen Grund, weil in Arma 3, Bohemia Interactive,
es nicht geschafft hat, ein realistisches Thermalsichtmodell einzubauen. Mit anderen Worten, TWS-Visiere können auf einer unendlichen Entfernung jeden spotten, auf jeder Distanz. Die einzige Möglichkeit, sich vor TWS zu verstecken, sind Ghillie-Suits, weil Ghillie-Suits die Wärmesignatur so ein bisschen verschleiern und man einen schwerer erkennen kann, wenn man im Ghillie-Suit ist. Also der Typ am TWS kann den Typen im Ghillie schlechter erkennen. Mit anderen Worten, in jeder Modifikation, die derzeit gespielt wird von Arma 3, und ich werde das Wort Modifikation sehr häufig heute sagen, laufen alle Leute nur mit Ghillies rum, weil die Ghillies die einzige Chance sind, sich vor diesen TWS-Visieren zu verstecken. Man wird gezwungen, in dem Fall beispielsweise Navit oder SPMG zu haben, um sich gegen den Fennec bzw. den Strider hier zu wehren, also das Fahrzeug hier. Und gleichzeitig muss man den Ghillie anziehen, damit man vom TWS-Visier nicht sofort gespottet wird. Aber selbst wenn man einen Ghillie anhat, kann man immer noch gespottet werden davon. Wenn nämlich der Typ sich irgendwann mal daran gewöhnt hat, wie man mit dem TWS-Visier richtig zoomt und so ein Kram, dann kann man trotzdem noch Leute mit Ghillies sehen. Gut. Was haben wir also geschafft? Wir haben es geschafft, dass jeder Exile-Spieler sich an seinen Händler dieses Fahrzeug kaufen wird, weil es die beste Panzerung hat. Es hat ein TWS-Visier oben drauf, was keins der anderen Fahrzeuge hat. In dem Fall hat es, ich glaube, es hat sogar ein Smokescreen. Fällt mir gerade nur so auf. Aber das ist nicht wichtig. Das TWS-Visier ist eigentlich das Overpowerte. Was muss also entfernt werden aus Exile? Wie müssen Server angepasst werden, damit sie sozusagen fairer sind für die Spieler? Ganz einfach. Es darf kein Fahrzeug geben wie den Fennec. Der Fennec muss entfernt werden. TWS-Visiere müssen komplett ratzeputz entfernt werden. Es darf keine TWS-Visiere geben. Auf keine Art und Weise. Die müssen aus der Loot-Table gestrichen werden. Wenn Leute sich irgendwie auf einen Server mit Hacks oder mit irgendwelchen anderen Mitteln dieses Ding reinspawnen, müssen diese Leute sofort gebannt werden. Und das muss gar nicht erst verfügbar sein in den Loot-Table, beispielsweise hier. Das ist zum Beispiel das Virtual Arsenal, was zum Beispiel auch einen Hacker sich einfach sozusagen öffnen könnte. Mit einem Bypass kann man dann sozusagen hier reingehen. In dem Fall bin ich auf einem Singleplayer-Server, deswegen brauche ich keinen Hack dafür. Dann habe ich einfach eine Mod mitgestartet. Dann kann sich alle Waffen geben, die es so gibt. Und in dieser Liste darf gar nicht erst das TWS-Visier auftauchen. Ja, man klickt beispielsweise Rifle an, guckt hier unten runter und dann findet man hier das lächerlichste aller TWS-Visiere, das Nightstalker. Ich weiß auch nicht, inwiefern das Nightstalker es im Spiel geschafft hat, aber das ist auf jeden Fall auch eins der allerlächerlichsten Sachen und kann derzeit auf vielen, vielen Exile-Servern gefunden werden. Es gibt teilweise Leute, die laufen mit einer Narve drum und haben einen Midrange-Scope, einen Close-Range-Scope und einen TWS- oder Nightstalker-Scope mit dabei, einfach nur, um für jede Gelegenheit gewappnet zu sein. Das Spiel wird unglaublich linear dadurch, dass es diese overpowerten Waffen gibt. Es gibt overpowerte Fahrzeuge, overpowerte Visiere, overpowerte Rüstungen, und natürlich overpowerte Waffen. Gut, meine Güte. Ich bin wirklich in Rage, weil ich quasi Arma 2 spiele. Und in Arma 2 damals, und deswegen hatte ich die Waffe übrigens hier vorne auch hingelegt, in Arma 2 war damals die AS-50 drin. Und jeder war sich einig, dass die AS-50 mit der Ultraschallmunition, beziehungsweise APDS-Munition, wie man sie damals hätte genannt hat, dass sie overpowered ist. Und irgendwann wurde die entfernt und es war auch eine wirklich verhasste Waffe. Aber die gleiche Power, die die AS-50 entfalten kann, haben wir jetzt in einer Maschinengewehr-Variante schallgedämpft. Man muss sich das einfach nur reinziehen. Ich weiß nicht, was die Entwickler sich gedacht haben von Arma 3. In dem Fall ist übrigens die SPMG der Prototyp, und das muss ich übrigens ablesen von einem Monitor her, das ist das Lightweight Medium Machine Gun. Wie gesagt, das ist halt ein Prototyp. Und das hier ist halt die HK-121. Nur so ganz nebenbei. Hatte ich das gerade schon erwähnt? Möglicherweise hatte ich das gerade schon erwähnt, aber ich wollte es unbedingt nochmal sagen. Diese beiden Waffen, Navit und SPMG, wie gesagt, sind eine Katastrophe für Arma 3, für das Arma 3 Balancing, wenn man PvP spielt. So. Gut, ich habe mich jetzt einmal groß ausgekotzt und ich hoffe, ihr habt sozusagen die Quintessenz davon verstanden, was man besser machen kann. Dass gepanzerte Fahrzeuge wie der Strider nichts zu suchen haben und dass die Waffen nichts zu suchen haben. Jetzt versuche ich das Ganze zu begründen, indem ich einmal kurz die verschiedenen Waffen demonstriere. Gut, SPMG. Wir schießen einfach hier gegen diese Holzwand. So. Ganz links SPMG. In der Mitte versuche ich mit der Navit hinzuschießen und dann holen wir nochmal die Links raus mit APDS-Munition, weil das die in Arma 3 Vanilla am durchschlagskräftigsten Waffe, durchschlagskräftigte Waffe ist, die es gibt. Gleichzeitig benutzen wir noch die MXM gleich einmal und gucken, wie die MXM sich bei dem Test hier anstellt. Denn selbst die Arma 3 Devs haben zugegeben, dass die MXM scheinbar die ausbalanciert oder einer der ausbalanciertesten Waffen ist, in der Zukunft in dem Fall, weil selbst im Endgame-Tournament die Devs die MXM vorgezogen haben gegenüber einer 5,56mm Waffe. Und ich möchte ganz kurz ins Real-Life zurückschalten. Die HK416, die G36 oder die M4, die man gerade bei der US-Armee im Einsatz sieht, das sind alles Waffen, die 5,56mm verwenden. In Arma 3, aus irgendeinem Grund, haben sich die Devs von Arma 3 gedacht, dass die in der Zukunft, dass 5,56mm in der Zukunft nicht mehr verwendet wird. Nun gut, SPMG ganz links, in der Mitte Navit, ganz rechts MXM. 6,5mm ganz rechts, in der Mitte
Mit der Narve 9,3 mm und dann irgendein weirdes Zollmaß, was ungefähr 8 mm sind, ganz links von der SPMG. Rot bedeutet absolut tödlich, gelb bedeutet tödlich, eigentlich ist alles hier noch tödlich. Auch grün wäre noch tödlich, wenn die MXM One-Shot wäre. Aber man sieht hier schon ganz eindeutig, dass das SPMG hier schon ein bisschen an Power verliert, während das in die Narve mit dem riesigen Kaliber hier immer noch quasi die rote Kraft hat. Ja? Also die Farben ändern sich der verschiedenen Linien. Gut, währenddessen die MXM nach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Holzplatten sozusagen die Power verliert, oder 6 Holzplatten die Power verliert und hier komplett gestoppt wird. Gelb, also dieses, Verzeihung, nicht gelb, nicht grün, sondern weiß, bedeutet einfach nur, dass man hier stehen würde und ich würde getroffen werden von der Kugel. Dann würde mein Charakter einfach so, oh, zucken. Das habt ihr bestimmt schon mal irgendwann erlebt, 5, weil das hier einmal 3 spielt. In dem Fall wäre übrigens gelb und grün hier auch immer noch tödlich, möchte ich anmerken. So. SPMG war ganz links, nicht wahr? Ja, SPMG war ganz links. So. Das SPMG geht hier schon über zu blau. Blau wäre schon nicht mehr tödlich. Und genau hier ist das SPMG quasi nicht mehr tödlich, weil es halt weiß ist und da wirklich nur ganz, ganz wenig kinetische Kraft, Bewegungsenergie hintersteckt. Man muss nur sehen, wie viele verschiedene Latten das sind. Sondern das in die Narbit, die wie gesagt absolut lächerlich ist, hier immer noch tödlich wäre übrigens, mit blau. Und erst hier quasi die Kraft verlieren würde. Und dann hier gestoppt wird. Muss ich nur mal überlegen, wie viele Holzplatten das sind, was eine unglaubliche Durchschlagskraft das hat. Gut, ich werde übrigens gleich die Linien einmal klären. Ich hoffe, dass mein Computer das noch durchhält, weil das sehr viel Lag verursacht, wenn diese Mod, die ich jetzt derzeit laufen habe, den ganzen Kram generiert. Also sozusagen muss ja berechnet werden, wie die Flugbahn ist und damit so eine Linie dargestellt werden. So, und ich benutze jetzt die Waffe in AMA-3, die die allergrößte Durchschlagskraft hat und die, vor allem auch die einzige Waffe, die durch sowas hier durchschießen kann, durch dieses Metall von diesen Türmen. Da, zwar das die Lynx mit 12,7 mm und der APDS-Munition. Ich versuche mal, ich darf nicht zu krass den Winkel machen. Ich schieße mal dagegen. So. Das ist die Waffe mit der allerhöchsten Durchschlagskraft. Es gibt keine Waffe, die mehr Durchschlagskraft hat als die. Man sieht, hier hat die Narwit aufgehört und dessen die Lynx bis hier hinten weiterschießt. Bis ganz hier hinten. Hier hinten werden die immer noch tödlich. Aber man muss halt nur sehen, das ist halt ein ausgewachsenes Scharfschützengewehr, was selbst wenn man schießt, wie ihr vielleicht seht, das ganze Ding wackelt nach hinten, der Lauf wird nach hinten geschoben und so, das Ding ist hochtechnologisch und, oh, jetzt muss ich übrigens die Linien klären. Und die kommt aus der Zukunft. Aber trotzdem schafft es sozusagen die Narwit mit einer Vollautomatik und mit schallgedämpfter Munition ähnlich weit zu kommen wie ein Kaliber, was noch 3 oder fast 3 mm oberhalb der 12,7-Marke ist. Gott verdammt, so viele Zahlen. Ich hoffe, ihr kommt mit. Mein Vorschlag: Wie kann man Exalt also besser machen? Entfernt diese verdammten Marksman-Rüstungen. Ganz ehrlich. Entfernt diese Waffen, die über 7,62 mm habt. 7,62 mm sollte das Höchstmaß sein. Es darf keine Waffe geben, die da drüber ist. Es gibt einen Grund, warum im Real Life keine Waffe benutzt wird, die ein größeres Kaliber hat. Sicherlich nicht aus Balance-Gründen. Und ich möchte vor allen Dingen auch nicht mehr anmaßen, dass ich im Real Life dass in Real Life irgendwas fair wäre oder ähnliches im Krieg mit den Waffen, die derzeit bestehen. Aber es gibt halt einen Grund, warum es keine Elefanten 9,3 mm Munition in Maschinengewehrform gibt. Es ist halt einfach Zukunftsmusik, was AMA-3 hat. Und die Zukunft ist nicht fair. Die Zukunft ist nicht fair in Sachen Krieg. Das kann ich euch sagen, anhand dessen, dass ich ein Spiel spiele, wo es Perversionen gibt wie die Narwit. Meine persönliche Bitte ist also, für jegliche Modifikationen, die irgendwie auf AMA 3 basieren und die es sich leisten können, Mods zu installieren, bitte zieht in Erwägung, dass es so viele tolle Mods da draußen gibt, die neue Waffen hinzufügen können, die ein deutlich besseres Balancing in PvP darstellen können. Wir brauchen nicht diese Marksman-DLC-Waffen von AMA 3. Wir haben komplette Modder-Teams da draußen, die neue Custom-Waffen hinzufügen, Waffen aus unserer Zeit, nicht aus der Zukunft, nicht aus 2050 oder ähnliches, sondern wirklich derzeitig aktiv benutzte Waffen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es da ziemlich viele Leute draußen gibt, die vielleicht bei der Bundeswehr waren und die einen G36 gerne benutzen würden in der Modifikation, wenn das G36 nicht so eine fürchterlich schlechte Waffe ist im Vergleich zu all den ganzen Waffen da draußen. Mir persönlich macht es mehr Spaß, eine Modifikation zu spielen, die skillbasierend ist, wo man mit einer Waffe, die kein übertriebenes Kaliber hat, wie zum Beispiel die Cyrus, viele Treffer hintereinander treffen muss, um jemanden auszuschalten, als dass man nur One-Shot-Waffen hat und dass das ganze Spiel nur darauf hinausläuft, dass man vollautomatische One-Shot-Waffen hat und sich gegenseitig umbringt. Ich weiß, dass es immer wieder ein Problem war, Mods zu installieren. In Arma 2 war es immer ein großes Problem und auch in Arma 3 ist ein großes Problem. Ich werde auf dieses Video hinzufügen, mal ein Tutorial machen, wie es sehr, sehr einfach ist, die ganzen neuen Modifikationen hinzuzufügen und vor allem auch herauszufinden, wie man auf den verschiedenen Servern die verschiedenen Mods installiert.
Ich hatte mir zuletzt noch die Taviana-Server angeguckt. Ich wollte unbedingt mal wieder Taviana Exile spielen. Und jeder Taviana Exile-Server hatte Navit, TWS und ähnliches und Strider und was nicht alles aktiviert. Es hat mir persönlich keinen Spaß gemacht. Ich war wirklich frustriert davon. Zieht einfach in Erwägung, dass es sowas gibt wie das Community Update Project. Das Community Update Project fügt alle alten Waffen von ArmA 2 in ArmA 3 wieder ein. Es gibt RHS, das ist sozusagen die Fancy-Version von COP. Das fügt ziemlich viele russische und amerikanische Waffen in das Spiel hinzu. Das ist eines der allerbesten Mods, wirklich. RHS ist eine extrem gute Mod. Für den Fall der Fälle, dass ihr interessiert seid an einer Mod, die neue Waffen für euren Server oder für euren neuen privaten Server oder ähnliches hinzufügt. Auf jeden Fall startet RHS mit. In RHS sind gleichzeitig Fahrzeuge drin und das ist eine extrem gute Mod. Es ist groß und man muss viel runterladen, aber es lohnt sich auch dementsprechend. Aber 3 lebt davon, dass es gemoddet wird. Auch Exile ist eine Mod, zwar klein und deswegen auch sehr beliebt, aber ihr wisst sicherlich, worauf ich hinaus möchte. Es gibt das NATO SF Russ Weapons Pack und gleichzeitig Fahrzeugpack. Ich werde alles unten verlinken in der Beschreibung oder werde das auch gleich am Ende vielleicht nochmal einblenden oder ähnliches. Damit ihr sozusagen ein Gefühl dafür bekommt, für den Fall der Fälle, dass ihr komplett frisch seid in Sachen Custom-Waffen, was es da draußen alles für Custom-Waffen gibt und was man alles möglicherweise sich geben könnte. Und für den Fall, dass ihr einen Server startet oder für den Fall, dass ihr auf einem Server seid, bitte entfernt alle Vanilla-Waffen von ArmA 3. Die Vanilla-Waffen von ArmA 3 kommen schließlich aus der Zukunft. Das hier ist eine der Waffen, die zwar derzeit auch im Real Life, die es auch im Real Life gibt, die M320 LRR, aber es ist schlichtweg eine Waffe, die unfassbar stark ist. Oder die Navit oder ähnliches. Das sind alles Waffen, die dürfen nicht mehr drin sein. Weil die Vanilla-Waffen sind in Sachen Recoil und so weiter sehr, sehr, wie soll ich sagen, zukunftstechnisch gut ausbalanciert. Ja? Der Recoil von der M4 ist nicht zu vergleichen mit dem Recoil von der TRG, weil vermutlich die TRG irgendwelche fancy Sachen drin hat, die den Recoil oder ähnliches dämpfen. Entfernt schlichtweg die Vanilla-Waffen. Ich denke, dass man deutlich mehr Spaß und ein deutlich ausbalancierteres Spielerlebnis haben kann, wenn man einfach nur Custom-Waffen drin hat, die darauf ausgelegt sind, dass man eine realistische Spielerfahrung hat. Und für den Fall, dass Exile irgendwas, ich weiß, dass Basti das Video guckt und ich weiß, dass Basti einer der Hauptverantwortlichen ist da drüben bei Exile. Bitte, ihr könnt gerne auf eine Art und Weise Exile machen mit den ganzen Vanilla-Waffen für die Leute, die keine Mods runterladen möchten und die auch Spaß daran haben, sich mit den overpowered Kram umzubringen oder so. Aber bitte bringt das in eine Art Hardcore-Modus für Exile raus. Damit Leute, die vielleicht so ein bisschen das ArmA 2-Feeling wieder haben wollen von DayZ und diese Hardcore-Experience haben möchten, ohne Sechsecke und ohne den ganzen anderen Fancy-Kram, dass sie irgendwie eine Möglichkeit haben, trotzdem Exile zu spielen. Dass es da draußen Server gibt, die vielleicht auch mit wenig Aufwand all den ganzen Kram umsetzen können, den ich hier vielleicht vorschlage, für den Fall, dass es irgendjemand umsetzen möchte. Eine Exile-Hardcore-Mod wäre das Beste. Vor allen Dingen, die keine Regular-Anzeige hat, wo man sich nicht selbst die ganze Zeit auf der Karte sieht als blauen Punkt, wo man im Gruppensystem keine Sechsecke hat oder ähnliches. Einfach wirklich eine Hardcore-Erfahrung, sodass man quasi dieses DayZ-Feeling wieder hat, was man damals hatte. Wo man verwirrt ist, wo man die Karte lesen muss und überhaupt nicht weiß, wo man ist, wo man nicht am Anfang den Spawnpunkt aussuchen kann, wo die Trader nicht alles im Angebot haben, sondern die Trader nur limitierten Supply haben und und. Ich würde mir so sehr wünschen, dass ich irgendwie wieder eine Modifikation finde, die so ein bisschen mehr an die Hardcore-Spieler orientiert ist. Meinetwegen soll Third Person aktiviert sein, was soll's. Schlichtweg, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Server-Hoster da draußen sich mehr trauen würden und der Spielerschaft mehr zutrauen würden. Wie gesagt, ich bringe bald das Video raus, wo ich erkläre, wie man alle Mods installiert, damit es auch auf gar keinen Fall ein Problem ist für irgendjemanden. Aber es gibt schlichtweg so viele Mods da draußen, die das Spiel unfassbar aufwerten. Und wir sind einfach an einem Punkt angekommen, wir müssen einfach mit Mods arbeiten. Weil Vanilla ArmA 3 schlichtweg dieses Zukunfts, ich will kein böses Wort verwenden, dieses Zukunftsgeblödel ist, wo man mit so kranken Waffen gegeneinander spielt. Entschuldigung für meine Ausdrucksweise, aber es ist wirklich, es ist unglaublich. Ich weiß nicht, wie manche Leute das in Schutz nehmen können. Wirklich, ich kann es wirklich nicht verstehen. Ich weiß nicht, wie jemand Spaß haben kann, mit TWS, Strider und Navit jeden Tag zu spielen. So, und das ist meine Meinung dazu. Ich hoffe, dass Basti irgendwie das Video beherzigt, dass ihr vielleicht versteht, was ich meine, dass ihr vielleicht nachvollziehen könnt, was ich sage. Bitte kommentiert das, bitte teilt das Video mit irgendwelchen Leuten. Versucht irgendwie vielleicht irgendwelchen Server-Admins, keine Ahnung, das zu zeigen oder ähnliches. Ich weiß, dass ziemlich viele Leute sehr, sehr angepisst dadurch oder sich angegriffen fühlen dadurch, weil ich quasi die Führung oder die Planung eines Servers sozusagen in Frage stelle. Aber ich persönlich muss das irgendwann mal sagen, ich muss mir von der Seele sprechen, weil ArmA 3 mehr und mehr zu einem Casual Game wird, wo alles immer einfacher und einfacher wird. Irgendwann sind wir an einem Punkt angekommen, wie bei WarZ, da haben wir ein Global Inventory oder wir haben alle unendlich Geld auf den Server und wir gehen nur zu unseren Trader, rüsten uns aus und spielen Wasteland. Das hat nichts mehr mit Survival zu tun, das hat nichts mehr mit Base Building zu tun oder mit Base Verteidigung oder ähnliches, weil im Endeffekt, es gibt so einen Überfluss an Loot auf jeden Server, man muss eigentlich nichts mehr machen, außer
ja, ins nächstbeste Gebäude gehen und man hat wieder komplett volles Loot. Das ist das, was damals Overpoch in die Knie gezwungen hat, wieso nach und nach die Server immer unbeliebter werden. Und wenn ich einfach nur PvP machen möchte, dann spiele ich Wasteland. Oder ich spiele King of the Hill oder ähnliches. Oder Battle Royale, meinetwegen. Wenn ich irgendeine wirklich coole Survival-Erfahrung haben möchte, dann könnte Exile in den Hardcore-Modus genau das Richtige sein, was Arma 3 auf die richtige Bahn bringt, damit es mir persönlich viel, viel besser gefällt. Und ich weiß, dass es da draußen halt auch Leute gibt, die das ähnlich sehen wie ich. Damit Exile sozusagen zu was Großem wird und zu etwas wird, was wieder so richtig Langzeitmotivation weckt in vielen Leuten. Zumindest in vielen Leuten, die ähnlich denken wie ich. Also, Mods machen's. Ich werde noch unten meine komplette Modliste reinhauen, was für Mods ich alles derzeit installiert habe, was ich denke, welche Mods praktisch wären. Bitte entfernt diese ganze Marksman-Sache. Das Einzige, was das Marksman-DLC-Update Gutes reingebracht hat, sind die Bipods. Alles andere ist einfach. Ich weiß nicht, warum sie es hinzugefügt haben. Vielleicht damit Leute mehr das Marksman-DLC kaufen, weil sie gerne die ganzen overpowerten Waffen benutzen möchten. Damit sich sozusagen das DLC besser verkauft. Ich weiß es nicht. Das sind alles Spekulationen. Ich habe keine Ahnung. Aber Marksman-DLC-Waffen für PvP sind eine Katastrophe. So. Ich habe genug geweint. Ich habe mich richtig ausgekotzt. Und ich fühle mich jetzt besser. Ich hoffe, das sehen manche Leute. Und hoffentlich fühlen sich manche Leute genauso verarscht wie jetzt. Es gibt so viele tolle Maps auch da draußen übrigens. Man muss nicht immer nur alte spielen. Es gibt so viele Maps. Wenn man den Leuten schon zutraut, dass sie ein Mod-Paket runterladen können, dann kann man auch eine andere Map benutzen, finde ich. Altes haben wir jetzt mehrere Jahre gespielt. So ein bisschen wie das Tschernobyl. Ja? Tschernobyl haben wir auch schon seit Ewigkeiten gespielt. Es war immer noch eine schöne Map, aber es gibt auch andere schöne Maps da draußen. Wie gesagt. Sagt euren Freunden Bescheid, zeigt ihnen das Video. Für den Fall, dass sie sich da irgendwie 20 Minuten lang hinsetzen wollen oder so. Ich hoffe, ihr könnt irgendwas mitnehmen aus dem Video hier. Und ich bin nicht der alte Typ, der in seiner alten Welt feststeckt. Oh, dieser Moon der 7 und seine Armor-Vorstellungen von DayZ. Damals in DayZ hatten wir auch TWS-Visiere. Ja, wurde aber irgendwann rausgepatcht. Ich erinnere mich. Und wir hatten auch nur eine Stunnack-Waffe, die man im Rucksack mittragen musste. Für den Fall, dass sich irgendjemand daran erinnert. Danke fürs Zuschauen, Jungs. Und ich hoffe, dass Exile bzw. Arma 3 ein bisschen in diese Hardcore-Schiene zurückverfällt und dass nicht alles so runtergewaschen wird. Und ja. Dass vor allen Dingen SPMG und Narvid nicht auf jedem Server zu finden sind oder diese Bomben-Diffuse-Westen oder ähnliches. Abschließend für den Fall der Fälle, dass ihr mal auf einen altes Live-Modded-Server wart oder ähnliches. Wenn die Polizei so schlecht stirbt auf euren altes Live-Modded-Server, liegt das meistens daran, dass die Armor-Values der Rüstungen für die Polizei angepasst worden sind an die allerstärkste Weste, die man haben kann. Mit anderen Worten, hier unten die Armor-Werte sind auf dem Maximum bei der Polizeiweste und bei den Rebellenwesten sind die da unten circa. So dass die Polizei schneller töten kann als ihr die Polizei. Aber hey, ich will mir nicht anmaßen, dass es manche Leute, dass das alle Leute machen, aber das habe ich schon öfters erlebt. Nur für den Fall der Fälle, dass ihr denkt, ja, nur weil die Weste klein aussieht, muss sie nicht klein sein. In dem Modded-Kram kann alles möglich sein. Das ist das Schöne. Wenn man moddetes Armor spielt, ist alles möglich. Man kann sich total fancy anziehen, man kann total coole Klamotten anziehen und kriegt ein komplett neues Spielerlebnis. Beispielsweise, und damit möchte ich sozusagen wirklich dieses Video hier beenden. Nur so als kleiner Vorschlag oder als Andacht, was alles Cooles möglich ist. Es gibt eine Modifikation gemacht von Russen. Ich habe keine Ahnung, wie man an die Modifikation kommt, weil ich kein Russisch spreche, aber ich habe Videos darüber gesehen. Das Ganze heißt, glaube ich, Armstalker oder Armastalker. Und das ist eine Modifikation, die auf einer ähnlichen Map spielt wie Namalx. Namalx kennt ihr vielleicht für den Fall der Fälle, dass ihr Arma 2 gespielt habt oder dass ihr das Breaking Point Video seht, was bald rauskommt. Das ist eine postapokalyptische Welt. Das ist ein RP-Server, wo man quasi in der Welt von, also wo man eine Arma 3 Map hat, die aussieht wie die Stalker Map, wo man nur Crap-Waffen hat, alte russische Waffen hat, First Person spielen kann, mit Taskforce Radio miteinander reden kann, für den Fall, dass ihr die Mod kennt, und quasi wirklich dieses Survival-Feeling hat, mit Gasmasken rumzulaufen und sich durch die Scheiße zu wühlen, Loot zu sammeln, nach Vorräten zu suchen und ähnliches. So eine richtig krasse Hardcore-Erfahrung würde ich unglaublich begrüßen, wenn man die irgendwie haben könnte, auf Nicht-Russisch, wenn ihr versteht, was ich meine. Das ist nur ein Vorschlag, den man irgendwie haben kann. Ich verlinke unten noch das Video über den russischen Server, der extrem gut aussieht, möchte ich anmerken. Wirklich extrem gut aussieht. Gut. Ich mache gerne mehr solcher Videos. Für den Fall der Fälle mache ich auch Mod-Vorstellungen. Falls ihr das möchtet, schlagt irgendwas vor. Kommentiert das Video bitte. Bitte kommentiert, wie ihr das findet. Ob ich einfach nur so ein alteingebackener Idiot bin, wenn ich quasi schon so ein Fachidiot geworden bin, der immer noch in seiner Arma 2-Welt lebt. Oder ob ich quasi manche Dinge richtig erkannt habe. Ich habe keine Ahnung. Klärt mich auf, Jungs. Es gibt so viele tolle Mods da draußen, wir sollten endlich diese Mods nutzen. So, damit auf Wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Und ja, ich denke, Arma 3 wird noch was richtig Fettes. Vor allen Dingen jetzt bald mit dem 3D-Editor, mit neuen Maps, neuen Mods und so vielen neuen Möglichkeiten. Gut, auf Wiedersehen. Haut rein, Jungs. Und jetzt.